Was geht ab, meine Freunde? Wadi wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Brawl Stars. Wie ihr schon am Videotitel und wahrscheinlich auch daran sehen könnt, dass ich hier und da einfach ein paar Sachen gedroppt habe. Ich wurde auf meinem Discord-Channel und auch von meinen Zuschauern relativ hart gehatet dafür, dass ich Frank the Tank hochgelevelt habe. Also ich habe ja relativ viel Gold noch übrig gehabt, Münzen noch übrig gehabt und habe dann Frank the Tank auf Level 11 hochgepusht. Und dafür habe ich ein bisschen Hate kassiert, weil mir gesagt wurde, warum denn Frank the Tank, der kann ja gar nichts, der ist voll der Noob. Okay, ich habe euch jetzt mal ein paar Videos von Games, die ich jetzt vor kurzem hochgeladen, beziehungsweise nicht hochgeladen, aufgenommen habe, hier zusammengesammelt. Und zeigt euch mal, was Frank the Tank jetzt schon kann. Und es kommt ja jetzt bald auch ein Update für Frank the Tank. Der wird ja nochmal gebufft. Also ich sag, der wird gebufft. Es ist halt insane, was die nächsten Attacken und sonst was für den bringen. Also er wird noch insaner. Und das war genau das, was ich im Kopf hatte bei Frank the Tank. Ich wusste, oder es gab ja schon einige Leaks, dass der überarbeitet werden sollte und dass auch verschiedenste Attacken geändert werden sollen, dass der noch eine Hypercharge kriegt und so weiter und so fort. Und genau das wird auch passieren. Und guckt euch das an, der ist aktuell ja schon insane tanky. Und mit dem neuen Rework wird er einfach noch viel krasser. Weil er ist, also ich spiele den jetzt auf einem Übertank, das heißt, der kann extremst viel Damage schlucken. Aber sobald er geupdatet wird, ist es so, dass umso weniger Leben der hat, umso schneller kann er angreifen. Und ich finde, zum Teil ist es jetzt schon insane, wie gut er die Attacken einsetzen kann. Und ich bin ein ziemlicher Lappen, was Frank angeht. Also ich habe jetzt Frank tatsächlich erst, keine Ahnung. Klar, ich habe den jetzt schon auf Bronze 1 und so. Ich bin jetzt bei 6000 Trophäen. Also nicht bei Frank, sondern insgesamt. Und da muss man ja einfach sagen, klar, jetzt krieg ich langsam auch mehr und bessere Gegner. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den halt noch nicht so extrem viele Matches gespielt. Und trotzdem reiße ich hier schon die Bude damit ab. Und das muss man ja im Kopf behalten. Wenn jemand Frank noch besser spielen kann und er kriegt sein Upgrade, dann wird es ja noch besser. Wie ihr sehen könnt, in den ersten Games ist es auch noch so, dass ich sehr viel mit Auto-Aim, also nur mit Klicken, beziehungsweise nur mit Angreifen, ohne zu zielen gearbeitet habe. Im späteren Verlauf ist es auch immer mehr dazu gekommen, dass ich auch mal ein bisschen mehr dazu gelernt habe und so weiter und so fort. Also klar, man lernt ja nie aus, muss man ja auch einfach dazu sagen, man lernt ja nie aus. Aber wie gesagt, der macht insanen Damage, das muss man im Kopf behalten. Sobald er geupdatet wird, hat er auch noch eine Angriffsgeschwindigkeit von einem Berserker. Also habt ihr den Brawl Talk gesehen? Guckt euch den an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich mache ja jetzt keine Reactions da drauf. Da macht Bardo ja die Reactions und so weiter und so fort. Guckt euch ruhig die Reaction von Bardo an. Vielleicht verlinke ich die auch unter dem Video hier. Es ist einfach insane, wie schnell der dann einfach angreifen kann. Und wenn man dann natürlich überlegt, crazy, der greift so schnell an, macht Damage, kann tanken, ist halt insane. Ich finde es so oder so grundsätzlich gar nicht so schlecht, immer einen Tank mit in der Runde mit dabei zu haben im Team, weil der einfach den Damage schlucken kann, den ein anderer Charakter nicht schlucken kann. Wie einen Edgar, wie einen Leon oder. Einfach die Damage-Dealer. Und der macht halt zusätzlich noch Damage. Es ist halt insane. Und dann natürlich noch die Hypercharge. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, da auf jeden Fall nochmal gucken. Die Hypercharge ist auch krass. Weil man da nicht mehr großartig zielen muss. Ihr setzt eure Ulti ein und die geht einfach um euch herum. What the hell? What the hell? Also ist wirklich insane. Das, was man da jetzt beachten muss, ist, wenn ihr Frank the Tank spielt, so wie ich den spiele, ist es sehr davon abhängig, wie euer Team mitspielt. Wenn ihr natürlich kein Dreier-Team habt, jetzt zum Beispiel für Knockouts oder so, dann ist es echt problematisch, weil die Leute müssen antizipieren, die müssen sehen, was du und als Tank jetzt gerade vorhast. Ich bin ziemlich straight, ich gehe rein, versuche mit meiner Fähigkeit irgendwie einen rauszuziehen, guck, dass ich den bestenfalls schon mal kille und versuche so viel wie möglich Massendamage an dem Team einzusetzen, also am Team zu setzen.
Jetzt ist es natürlich so, wenn ich einen rauspicke und ich werde dann natürlich vom ganzen Team gefokust, logischerweise, ich bin der Tank, dafür bin ich da, muss aber der Damage-Dealer auch den Damage rausdrücken. Ne? Wie ihr sehen könnt, hier habe ich jetzt gerade einen gegrabt, habe auch Damage gedrückt und der Mitspieler, hier der Powered by, der hat auch ordentlich drauf gefeuert. Wenn man aber einen Spieler hat, der einfach zu zurückhaltend ist. Also klar, umso höher du in den Trophäen kommst, umso mehr wird es auch sein, dass die Leute einfach zurückhaltend spielen. Es ist einfach so, keiner will den ersten Fehler machen, keiner will gegrabt werden und dann in einem 2 gegen 1 auf einmal stehen. Aber man muss einfach dazu sagen, manchmal muss man einfach ein bisschen aggressiver spielen, das geht auch. Ihr müsst halt Damage-Dealer haben. Jetzt ist hier in der Situation, wird gleich Dynamike übelst weggesnackt. Keine Ahnung, da hätte er tatsächlich einfach weiter auf Entfernung bleiben müssen. Der kann halt seine Bomben relativ gut oder sein Dynamit halt relativ gut werfen. Und ich hätte schneller reinrennen müssen. War aber klar, jetzt, dass El Primo hier in dem Sinne natürlich Dynamike als erstes fokust. Das heißt, am Ende ist halt Tank gegen Tank. Rein theoretisch müsste müsste eigentlich El Primo mehr Damage drücken. Ich habe ihn aber sehr hoch gelevelt. Hier jetzt verkacke ich richtig hart die Ulti. Pam, komplett daneben. Ich tank trotzdem den kompletten Damage und kann den trotzdem besiegen. Also grundsätzlich, klar, man kann richtig viel verkacken. Dieses Game war ein Paradebeispiel von dem, wie schlecht man auch spielen kann. Das Ding ist, sobald die Hypercharge da ist, die neue, hat man dieses Problem des Zielens nicht mehr. Seid ihr im Endkampf, habt ihr einen Close-Range-Kampf und setzt die ein, ihr hittet die. Die wird nur von verschiedensten Wänden, also das werdet ihr auch sehen, wenn ihr das Video euch anguckt, wird nur von manchen Wänden abgeprallt, von daher wird krass. Ohne Witz, es wird mega krass. Hier jetzt ein Beispiel mal von einem Game, wo wirklich das Team nicht gut agiert hat. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich falsch gemacht habe. Grundsätzlich ist es jetzt so. Ich bin jetzt hier nicht in die Mitte reingezogen. Das hätte ich machen müssen. Unser Mitspieler ist dann halt da gepickt worden. Ich kann hier relativ viel Damage tanken. Und Edgar steht einfach irgendwo rum und setzt keinen Damage. Der hat halt gar nichts gemacht. Und das ist ein Riesenproblem. Der war erst AFK relativ lange und ist dann einfach nicht reingegangen. Nicht gut. Nicht gut. So, jetzt hier müsste das Team warten, bis ich halt reingehe. Lassen sich hier auch nicht picken. Ich greife den ersten raus. Kein Damage. Edgar ist irgendwo weg. Shelly ist irgendwo weg. Keiner setzt Damage. Ich kann gegen zwei dann in dem Falle nichts machen. Konnte Shelly auch nicht alleine killen. Und Edgar ist halt dann reingerannt und hat mich gekillt. Also von daher. Und dann werden die halt nach und nach weggegrabt und werden halt einfach hier zerstört. Also das ist halt das Problem. Wenn du reingehst, muss das Team auch mitkriegen, dass du reingehst. Und wenn die das halt nicht hinkriegen, ist das halt ein riesiges Problem für dich. Weil klar, du kannst den Damage zwar tanken und ab der nächsten Zeit wird es so sein, dass du dann auch mehr Damage noch drücken kannst, weil umso weniger Leben du hast, umso mehr Damage kannst du drücken. Aber du musst natürlich im Kopf behalten, dass es aktuell jetzt noch nicht so ist. Sollte das neue Update kommen, dann wird es besser. So würde ich das jetzt auf jeden Fall beschreiben. Ich persönlich habe jetzt gerade im Moment relativ viel Gold noch auf der hohen Kante. Ich werde definitiv die Hypercharge kaufen von Frank. Und sehr wahrscheinlich werde ich Frank dann auch mainen. Gerade im Moment, da wird das Video noch diese Woche kommen, habe ich einen anderen Main. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer dieser Main sein könnte. Ich habe auf jeden Fall einen Lieblingscharakter aktuell. Den zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Etwas mehr von Brawl Talk, falls ihr davon noch mehr hören wollt, gerne auf jeden Fall auf das Video von Bardo gehen. Ansonsten werde ich euch auch ein paar Informationen immer in meinen Videos droppen, sobald ich wieder neue habe. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann und ja, ciao.